Willkommen bei Kauftas. Das ist der zweite Teil zu Dell Inspiron 1575-06 2-in-1. Es geht um Touchpad-Probleme und um Akkulaufzeit. Beginnen möchte ich mit dem Touchpad-Problem. Das Touchpad funktionierte am Anfang noch ohne Probleme. Mit der Zeit kam es aber vor, dass das Touchpad nicht mehr flüssig arbeitete, wie hier zu sehen. Deshalb habe ich den Dell-Support kontaktiert, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Der Dell-Support schrieb mir, dass ich überprüfen soll, ob die Batterie aufgebläht sei. Dazu sollte ich nachsehen, ob das Touchpad, die Handauflagefläche oder der Akku unter der Abdeckung gewölbt sind. Da alles in Ordnung war, folgten noch ein paar Diagnosetests und sogar eine Windows 10 Neuinstallation. Alles brachte leider keinen Erfolg, sodass Dell eine Reparatur anbot, die 12 Tage dauern sollte. Mein Notebook wurde von einem Paketdienstunternehmen abgeholt, von ihnen sicher verpackt und zur Reparatur transportiert. 10 Tage später kam das Notebook zurück. Laut Reparaturbericht wurde ein mechanisches Teil ersetzt und das BIOS zurückgesetzt. Anscheinend hat das geholfen, denn das Touchpad funktioniert wieder einwandfrei. Im zweiten Teil dieses Videos möchte ich meine Erfahrungen zur Akkulaufzeit wiedergeben. Im Durchschnitt komme ich mit dem Akku auf ca. 5 Stunden. Dabei belasse ich die Energieeinstellung auf beste Leistung bei maximaler Displayhelligkeit. Innerhalb dieser 5 Stunden arbeite ich mit Textverarbeitungsprogrammen, gucke ca. 30 Minuten YouTube-Videos und höre etwas Musik. Außerdem wollte ich wissen, wie lange der Akku hält, wenn nur Filme abgespielt werden. Dabei bin ich auf ca. 6 Stunden Abspieldauer gekommen. Der Lautstärkeregler war bei 50%. Für mich ist die Akkulaufzeit etwas zu kurz. Mit ca. 2 Stunden mehr Laufzeit wäre ich zufriedener gewesen. Da hätte man noch etwas mehr Puffer, falls doch prozessorlastige Anwendungen ausgeführt werden sollten. Manchmal spiele ich sogar mit den Gedanken, auf eins der neuen Apple MacBooks mit M1-Chip umzusteigen. Denn die überzeugen mit einer deutlich längeren Akkulaufzeit und besseren Performance. Aber da ich Software nutze, die nur mit Windows läuft und ich nicht weiß, ob ich mit dem Betriebssystem von Apple klarkomme, bleibe ich vorerst noch bei Windows. Diejenigen, die nicht an Windows gebunden sind und sich eine längere Akkulaufzeit wünschen, sollten auch MacBooks mit M1-Chip in Erwägung ziehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.